Hi, hallo, ich bin's Alena. Heute geht es in dieser Folge oder in dieser Serienfolge eigentlich um das Wohnzimmer. Das heißt vom Messi zum Minimalisten. Ich möchte euch nicht vorenthalten, wie der aktuelle Ist-Stand ist. Ich habe gerade vor einer halben Stunde, bevor ich jetzt hier mit dem Wohnzimmer angefangen habe, den Vergleich von 2017 zu 2020 meine Minimalismusreise abgedreht. Und da hatte ich ja schon festgestellt, ich habe viel zu viel Zeug. Und genau das machen wir jetzt hier heute mittendrin statt nur dabei. Katze, Kind, also alles, was mit K anfängt und eine ungeschminkte Alena mit Kopfschmerzen. Jetzt gucken wir auch mal in die Schränke und es ist der Wahnsinn. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir fangen auch gleich in dem Schrank an, wo die Anlage meines Mannes steht, inklusive den DVD oder der DVD-Kiste und der CD-Kiste. Bei den DVDs habe ich ja schon vor einiger Zeit meine aussortiert. Hier nehme ich jetzt die ganzen, in Anführungszeichen, selbstgebrannten, also die Sicherungskopien einfach raus. Da ich diese Videos nie geguckt habe oder diese DVDs nie benutzt habe, seit 2 Jahren können sie jetzt auch endlich weg. Die restlichen DVDs, die ich da drin lasse, die gehören meinem Mann, denn auch wie sonst, außer im Bad, sortieren wir heute um das Zeug meines Mannes rum. Das ist noch eine Kassette, die auf Sprachaufnahmen meiner Schwester und von mir enthält, als meine Schwester 4 war und ich 2. Nebenher unterhalte ich mich mit meinem kleinen Mann. Der sitzt im Übrigen jetzt auch gerade beim Videoverton neben mir und isst seinen Toast. Also, wenn ihr was schmatzen hört, das ist mein Kind. Wir haben auch alles aussortiert an Musik-CDs, bis auf eine Weihnachts-Doppel-CD, die gefüllt ist mit den klassischen Weihnachtsliedern und kurzen Geschichten für Kinder. Und alle anderen haben wir wirklich auch rausgenommen. Natürlich wird heute auch fleißig dann geputzt. Das heißt, die Schränke werden von innen und von außen einmal sauber gemacht. Jetzt nur ganz grob, denn ich habe heute wahnsinnige Kopfschmerzen. Und wenn ich jetzt mit dem Voice-Over bei diesem Video fertig bin, werde ich mich hinlegen und nicht mehr viel machen. Das heißt, alles, was jetzt im Wohnzimmer aussortiert wurde, bleibt erstmal jetzt im Flur stehen. Darum kümmere ich mich da morgen. Ich muss mich heute erstmal mit meinem Kopf dann ein bisschen ausruhen. Weiter geht's dann auch bei der Surround-Anlage und dem ganzen anderen, ja, Technikzeug. Hier unten drunter hatten wir eine Kiste mit ganzen DVDs. Also mit DVDs, die nur Kinderfilme beinhaltet und noch ein paar Kinder-CD-Hörspiele. Die Hörspiele habe ich rausgenommen und bei den DVDs habe ich erst wirklich angefangen auszusortieren, bis mir dann eigentlich klar geworden ist, wir brauchen eigentlich überhaupt gar keine von diesen DVDs aufheben, denn wir haben Netflix und wir haben Amazon Prime und auf beiden Streaming-Portalen oder auf beiden Portalen, besser gesagt, gibt es die Filme, die wir hier als DVD liegen haben, gibt es auch zum Angucken. Das heißt, diese DVDs nehme ich raus. Die dürfen ausziehen. Mein Mann meinte allerdings, er wird seine Eltern fragen, ob die vielleicht die DVDs von den oder die Kinder-DVDs haben möchten, wenn der Kleine dort wieder Urlaub macht. Da unten drunter in der letzten Kiste, die jetzt in dem Schrank geblieben ist, sind die ganzen Xbox-Spiele. Weiter geht's in der, ach du meine Güte, in dem wunderschönen Schrank, der irgendwie alles enthält. Batterien, Dekos, Kerzen, Bastelsachen von den Kindern und so weiter. Was denn? Ist alles okay mit dem Handy? Das kann zwischendurch, das kann ruhig ausgehen. Das ist nicht schlimm. Das nimmt trotzdem auf. Alles gut. In dieser Kiste, wir haben ja noch einige Batterien, die nicht wieder aufladbar sind. Das hat mich jetzt so ein bisschen gestört. Ich möchte jetzt wirklich strikt die Batterien einfach verbrauchen, die man nicht wieder aufladen kann und dann nur noch welche benutzen, die immer wieder aufladbar sind. Nebenher unterhalte ich mich mit dem Kleinen, das sieht sehr lustig aus im Zeitraffer, wie ich feststellen muss. Ich habe mir hier auch mal vor einiger Zeit so eine Sortierbox gemacht für die ganzen Batterien. Lustigerweise waren dann die nachgekauften, nicht wieder aufladbaren Batterien einfach nur in der Kiste und nicht da, wo es hingehört. Durch das Ausmisten und durch das Aufräumen, jetzt habe ich auch festgestellt, ich kann die komplette Kiste rausnehmen und mir reicht dieser kleine Korb,
Denn ich habe auch Kerzen rausgenommen, die einfach extrem gerochen haben, die für mich überhaupt nicht sind, denn ich mag nicht so stark parfümierte Kerzen. Und wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie diese Küchenschränke, ja, es sind eigentlich Küchenschränke von IKEA, die Methode-Küchenschränke mit den Hegewi-Fronten. Und ich weiß, ich wiederhole mich sehr oft, aber ich werde bei jedem Video gefragt, wo das her ist oder bei sämtlichen anderen Schränken. Wenn die, ja, die werden einfach wie Küchenschränke an der Wand befestigt. Weiter geht's bei den ganzen Anleitungen. Behalten habe ich hier nur noch Anleitungen, die für die Geräte, die wertvoll sind, also wie für die Laptops oder eben auch die Anleitungen, die meinem Mann gehören, also für technische Geräte, die ihm gehören, wenn er möchte sie aufheben. Alles, was meine Technik betrifft, wie Tiefkühltruhe und solche Sachen, die habe ich jetzt wirklich weggepackt. Was ich auch nicht wegwerfen werde, sind die ganzen Lego- und Playmobil-Aufbauanleitungen für Liam, denn die braucht er ja irgendwann. Denn er wird ja auch irgendwann älter und möchte da mal selber sein Lego aufbauen. Richtig? Ja? Super. Ich habe das jetzt einfach nur alles grob aussortiert. Das heißt, alles, was zum Recyceln gehört, wird natürlich dann morgen im Nachgang, ne, schön getrennt. Ich habe es jetzt erstmal nur alles auf einen Haufen geschmissen, damit ich es weg habe. Weiter geht's in der Bastelkiste von Liam. Hier werden die Sachen aussortiert, die jetzt, ja, also alles, was er im Kindergarten gebastelt hat, was ultra hip ist, was wirklich also schöne Sachen sind, Kritzel-Kratzel-Bilder jetzt nicht, das kennt ihr ja, aber alle anderen Dinge werden aufgehoben. Daraus werde ich nämlich später, wenn Liam irgendwann mal gedenkt zu heiraten, wie beim Alex auch, beim Großen, der noch nicht geheiratet hat, wenn es dann mal soweit ist, bekommen die mit ihren ganzen Kinderzeichnungen aus dem Kindergarten und mit Schulprojekten dann eine große Mappe einfach zur Hochzeit geschenkt mit ihren Kindheitserinnerungen ab Kindergartenalter. Ich denke, das ist eine schöne Geschichte, die man eben nicht hat. Und schon ist der nächste Schrank auch fertig. Liam hat fleißig mitgeholfen. Er hat mir gerade die Ersatzbirne vom Badschrank mal ins Bad gebracht, weil die anderen Glühbirnen, heute Abend bringt mein Mann noch mal schnell eine Leiter von der Arbeit mit, damit ich im Büro zwei Glühbirnen austauschen kann. Und alle anderen, die wir dann nicht brauchen, kommen weg, denn wir haben jetzt Energiesparlampen und die, die ich jetzt aussortiert habe, die Glühbirnen, die braucht kein Mensch irgendwie. Und ja, wir haben komplett im gesamten Haushalt auf Energiesparlampen schon vor einiger Zeit oder vor über einem Jahr umgestellt. Bei den Fotos habe ich euch da mal zwischendrin einfach ausgemacht. Denn ich habe bei mir einige Fotos einfach aussortiert. Wie ihr sehen könnt, das Licht, es ist einige Zeit später, das Licht ist um einiges dunkler. Ich habe aussortiert bei meinen Fotos, die jetzt mich betreffen, was für mich so nichtssagende Bilder sind, die ich mit keiner Erinnerung mehr verknüpfe. Bei den ganzen Fotoalben bin ich dann auch mal durchgegangen. Ich wollte die schon seit einiger Zeit mal neu gestalten. Werde meine Fotos, die auch in meinem Kinderalbum drin sind, also von Alena klein auf, ne, ab Baby bis, hast du nicht gesehen, wie alt, werde ich dann einfach mal einscannen und mir dann entweder in einem Fotobuch ausdrucken lassen oder aber die wirklich nur noch online haben, also sprich auf einer Festplatte, denn ja. Ist jetzt nicht so dabei, wo ich sage, das ist ultra, das muss ich mir jetzt unbedingt aufheben. Für das Fotoalbum von unserem Großen ist es so, ja, das sind mein Mann und ich, als wir uns vor über 11 Jahren kennengelernt haben. Das musste ich Liam auch mal zeigen. Also es gibt auch Bilder. Ja, mein Schatz? Nein, das stört mich nicht. Du darfst dir gerne einen Toast machen, aber pass auf und verbrenn dich nicht, mein Schatz. Okay. So, bei den Fotoalben habe ich jetzt auch mal so ein bisschen zusammensortiert. Das Babyalbum von meinem Großen oder von unserem Großen ist vor einiger Zeit schon mal kaputt gegangen. Das habe ich mir jetzt auch rausgelegt, denn ich möchte es endlich mal ersetzen. Das heißt, ich habe schon ein zweites Fotoalbum hier, wo ich dann jetzt auch mal wirklich die Bilder auch einkleben werde. Aus seinem kaputten und früheren Babyalbum. Und auch hier hat sich eine Menge getan. Dadurch, dass ich nämlich bei meinen Fotos, die für mich nichtssagend waren, auch wirklich aussortiert habe, konnte ich auch hier eine komplette Kiste einfach rausnehmen. Und ihr seht auch dann gleich den ersten Zwischenstand nach dieser Schrankreihe.
Denn ich finde, das ist schon für mich persönlich bemerkenswert. Das hier sind die Sachen, die ich aussortiert habe, die verschenkt werden, die recycelt werden und natürlich auch art- und fachgerecht entsorgt werden. Das hier sind die Fotoalben, um die ich mich kümmern muss, und unser Familienstammbuch von der Hochzeit diesen Jahres, was dann in unseren Safe soll, damit es sicher ist. Weiter geht's mit der Bildergalerie. Und ja, da sitzt der kleine Große mittlerweile, muss man ja sagen, ne? Du wächst ja schon ganz schön. Ich habe jetzt die Bildergalerie abgenommen, wie ich es euch letzte Woche Mittwoch schon erklärt habe. Denn wir möchten erstmal wieder mehr Luft schaffen, um zu gucken, was möchten wir denn da jetzt hinhaben. Ich habe die ganzen Nägel rausgemacht mit einer Zange und diese vier Bilder über diesem grauen Schrank, die werden im Schlafzimmer dann übers Bett gehängt, denke ich. Also so habe ich es angedacht. Und nehme jetzt erstmal die ganzen Nägel aus der Wand und selbstverständlich wird dann auch sofort zugespachtelt. Viele von euch fragen mich auch immer oder haben jetzt einfach im Laufe der Zeit, ich meine seit Ende 2017 gibt es meinen Kanal, haben auch schon festgestellt, dass sich die Unkenntlichkeitsmachung von unserem Kleinsten geändert hat. Wenn möglich, habe ich ihn gar nicht mit drin, aber wenn er jetzt, so wie hier, ne, wo ich das Video aufnehme, ist es Mitte Dezember, ja, wir sind wieder zu Hause, alle Mann, und ich möchte ihn jetzt nicht rausschneiden müssen und ich möchte jetzt ihn auch nicht unkenntlich machen müssen, denn damit ihr auch mal sehen könnt, ich habe die große Ehre, auch Mutter zu sein. Was? Nicht so schnell. Was soll ich nicht so schnell machen? Das Video? Doch, sonst wird es viel zu lang. Sonst ist das ja in 3 Stunden noch nicht fertig, mein Schatz. Natürlich habe ich dann die ganzen Löcher zugemacht und Liam und Kamera sind so 2 lustige Geschichten, wie ich finde. Er wird noch ein bisschen öfter direkt vor dem Bild rumturnen. Ich kann dann auch gleich weitermachen mit den Fensterbrettern, dass ich sie abwischen kann und auch diese Rollo-Schnur-Rollo-Dinger da, also diese komischen Halterungen, wo sich die Rollo-Schnur drin aufrollt. Nebenher kann ich auch noch kurz bei so ein paar Pflanzen mal ein bisschen Staub wischen. Und jetzt habe ich dann gleich mal noch ein Rollo runtergemacht, denn Wahnsinn. Ich hab dich gesehen. Ja, du hast dich gesehen. Super. Hallo. Ich sehe auch für dich schon. Genau. Na, die Sonne hat einfach, die kam dann rum und hat so geblendet, dass wir dann einfach ein weißes Raffrollo runtergemacht haben. Und zwar jetzt in diesem Moment, nachdem ich das Gesicht verzogen habe. Und es ist dann doch gleich besser geworden. Ja, Kind und Kamera, ne? Kind, Kamera und Kater. Also alles, was mit Kater zu tun hat, ist heute direkt live dabei. Und ihr dürft es miterleben. Mal in ungeschnittener Version. Hier in diesem Schrank waren früher viele Bücher drin. Ich habe ja immer wieder schon aussortiert und auch ausgemistet und das ist jetzt mittlerweile so der heikle Pflanzenschrank geworden. Also hier steht alles drin am Pflanzen, was man am besten nicht anguckt und einfach vergisst. Und mir ist aufgefallen, meine kleine Forellenbegonie braucht Wasser, die hat vertrocknete Spitzen, und habe dann auch hier noch bei den Büchern meines Mannes, da habe ich nichts aussortiert, denn das sind seine, wie gesagt, jetzt habe ich schon wieder einen Sprachfehler drin, aber den ganzen Schrank einmal leer gemacht und einmal alles ausgewischt. Hinterrücks wurde ich noch von Günni attackiert, denn an dem Schrank hängt dann auch einfach der Schlüssel, damit man die Vitrine auch immer wieder aufmachen kann. Liam, machst du bitte noch in der Küche das Licht aus? Dankeschön. Die Forellenbegonie habe ich mal kurz gegossen und bin dann auch gleich wieder da. Ich wollte dieses Video wirklich mal so wenig wie möglich einfach schneiden und auch in der Nachbearbeitung von den Lichteinfällen oder vom Lichteinfall einfach auch nicht allzu viel ändern, beziehungsweise auch nichts nacharbeiten. Auch hier sind ein paar Pflanzen in einen anderen Raum gewandert oder sind dann einfach auf eBay Kleinanzeigen zu verkaufen, denn ich möchte die Pflanzen jetzt wirklich so weit reduzieren, dass ich nichts mehr doppelt und dreifach habe. Meine große Monstera Deliciosa, die habe ich mir vor, ich glaube, noch nicht mal einem halben Jahr bei IKEA gekauft. Die war noch nicht so groß, als ich die gekriegt habe. Die wächst wahnsinnig und stand auch immer auf diesem, ja, Beistelltischchen, Hocker, was auch immer das sein soll. Und durch die Blume habe ich dann noch schnell einen Soundständer oder Lautsprecher von meinem Mann noch schnell abgestaubt und habe mich dann entschlossen, dadurch, dass die Monstera einfach schon so groß ist, dass sie nicht mehr erhöht stehen muss, denn wie ihr seht, nachmittags kommt die Sonne da direkt hin und ja, auch wieder ein Teil, was ich aussortieren kann. Für alle, die sich wundern, was das jetzt ist, das ist ein rosa Unterhemd.
Nur mal so, by the way, ne? Ich hatte ja schon nette Kommentare, man würde meine Unterwäsche sehen, aber nein, ich bin der Typ Frau, der seine Unterhemden und seine Tanktops in die Hose stopft. Also nur mal das so nebenher, falls ihr euch wundert, warum das da manchmal nicht zusammenpasst. Aber ist ja auch völlig wurscht. Auch bei der Monstera habe ich mal schnell die Blätter abgestaubt, denn die waren schon wieder sehr staubig und es war noch nicht so weit, dass sie wieder zum Gießen dran gewesen wäre, sonst hätte ich sie jetzt einfach mal schnell in die Dusche gestellt und abgesprüht, aber da sie ja noch genug Wasser drin hat oder noch feucht genug ist, das gute Stück, dachte ich mir, machen wir das einfach nur ganz schnell nebenher. Unterm Sofatisch ist so ein kleiner Spielekorb mit ein paar Spielen, die wir immer ganz gerne mal so schnell zwischendrin zur Hand haben. Und hier konnte jetzt auch der IKEA-Katalog raus und auch die Tablet-Halterung aus Holz von IKEA, denn wir benutzen es nicht. Bei den Spielen habe ich Liam nebenher gefragt, ob er die behalten möchte. Und das möchte er und drum haben wir die ja auch wieder sauber einsortiert. Ich habe mich da gleich mal um meinen Tisch. Kannst du bitte deutlich sprechen und nicht mit vollem Mund, mein Hase? Ich habe dich gar nicht unter den Tisch wischen gesehen. Ja, du warst doch wieder beschäftigt mit dem Tablet gucken, junger Mann. Ach so. Dann ging es auch weiter bei dieser, oder auf dem Sideboard unter dem Fernseher. Die Lampe habe ich jetzt auch mal wieder aus der Versenkung geholt, denn die Raindrop Peperomia ist ans Wohnzimmerfenster gewandert und ich möchte die Lampe eigentlich nicht weggeben, denn ich finde die so ultra cool. Die habe ich mal vor, ich glaube, 2 Jahren bei Kick geholt und diese Kabelleiste hatte mich heute. Also es gibt ja Dinge, ne? Bei Kopfschmerzen neige ich ja dann wirklich dazu zu sagen, okay, dann überspringen wir den Schritt und machen ihn halt dann ein anderes Mal. Aber ich hasse es, wenn diese dämlichen Kabelleisten sich dann nicht richtig verschließen lassen. Und das nervt mich dann sowas von. Und deswegen habe ich jetzt da heute also ewig an dieser Kabelleiste rumgefummelt, bis es dann endlich wieder passt. Bei der Lampe seht ihr unten noch den schicken Kick-Aufkleber in Silber. Den habe ich dann natürlich auch noch abgepopelt. Und habe dann auch noch hier einmal Staub gewischt und auch die anderen Pflanzen einfach nebenher abgewischt. Dann ging es auch weiter auf der anderen Seite von der Flachstrecke. Lie, machst du bitte den Mund zu? Muss doch auch mal. Wenn es draußen ist, muss ich doch auch mal. Ja, aber nicht mit vollem Mund sprechen und bitte den Mund zu machen. Ich habe hier ein paar Schmatzgeräusche in dem Video, das ist der Wahnsinn. Weiter geht's dann auch gleich mit dem Saugen. Ich find's total cool, dass jetzt diese Bildergalerien erstmal weg sind und auch das Fell, was auf dem kleinen IKEA-Stuhl liegt, habe ich jetzt auch erstmal weggemacht. Das möchte ich waschen und dann überlege ich tatsächlich erstmal, ob ich das überhaupt nochmal auf diesen Stuhl lege. Dann habe ich auch Staub gesaugt und zwar wirklich Staub gesaugt. Da hinten in der Ecke ist nämlich so unsere Staubfangecke, ja. Denn die ist wieder angekommen. Ja, ist in Ordnung. Alles gut. Bitte mach den Mund zu beim Kauen. Dankeschön. Okay, super. Dann ist mir auch aufgefallen, dass dieser Staubsauger super praktisch ist, weil man damit diese großen Boxen von der Anlage meines Mannes einfach auch absaugen kann. Das ist jetzt alles, was auszieht, was verschenkt wird und recycelt wird. Falls sich die Kisten nicht noch in einer anderen Wohnung oder in einem anderen Raum brauchen kann. So ist es jetzt gerade aktuell. Ich habe eine eine Uhr bestellt, die uns besser gefällt. Die hat einen 60 cm Durchmesser. Die kommt dann entweder dahin, wo jetzt die kleine alte Uhr noch ist oder an einen anderen Fleck. Und auch die überspachtelten Löcher werden dann morgen erst gestrichen, denn ich möchte die Spachtelmasse gründlich aushärten lassen. Nachdem alle Fensterbretter geputzt sind, alles abgestaubt ist, bin ich schon sehr froh über das Ergebnis und die alten Halterungen von den Hängeschränken, die darf dann mein Mann mal abschrauben. Das mache jetzt nicht noch ich, weil das sind ungefähr, ich glaube, 20 cm tiefe Schrauben, die da drin sind. Das schaffe ich jetzt von der Kraft heute nicht. Und ja, das ist das fertige Ergebnis. Und nur mal so, by the way, wenn ihr gedacht habt, mit Kind bleibt das so schnell oder bleibt das so schön sauber, nein, ich zeige euch natürlich zum Schluss, was wir dann danach gemacht haben, nachdem ich mit dem Wohnzimmer fertig war und jetzt alles
ausgemistet und sortiert ist. Wie gesagt, die Sachen von meinem Mann, da muss er selber drüber gucken und da muss er selber so weit sein, dass er sagt, er möchte das ausmisten und da möchte ich ihn auch nicht zu drängen. Ich bin mit meinen Sachen schon wirklich sehr weit gekommen. Bei den Pflanzen, wie gesagt, alles, was doppelt ist, werde ich nach und nach weggeben, verschenken, verkaufen etc. Und die Weihnachtsdeko ist natürlich jetzt auch nur, ne, saisonal und ihr seht das hier Mitte Januar. Also die Weihnachtsdeko ist bunt schon lange abgebaut. Ja, so schaut's im Moment aus. Auch die Weihnachtsdeko auf dem Wohnzimmertisch wird irgendwann gehen. Und wenn ihr gedacht habt, ja, macht das, ist in Ordnung. Und wenn ihr gedacht habt, dass das Wohnzimmer so schnieke bleibt, nein, wir haben jetzt gleich im Anschluss eine Bude gebaut und wenn ich mich recht entsinne, habe ich das auch als Kind sehr geliebt und Liam wollte keine Hilfe, er hat sich die Bude selber eingerichtet und dann sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wie du siehst, Kinder sind so, meins auch. In 5 Minuten sieht das Wohnzimmer wieder aus wie Bombe. Und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.